dann ist die Aussage falsch. Easy. Easy zu verstehen, oder? Das ist richtig. Es regnet die ganze Zeit Matsch. Ja, die Autobahn ist frei. Und das versteht jeder. Cecil, man kann gar nicht übersäuern. Dann stirbt man nämlich. Es geht gar nicht. Echt jetzt? Ich glaube, ein Knorpel baut sich auch nicht wieder auf, oder? Ah, Mann! Besprechen wir nach dem Intro! Psst. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Und ich hab, oh Mann ey, ich stehe jetzt hier irgendwo auf so einem Parkplatz, ist egal, die Autos fahren da hinten rum. Ich habe extra für euch versucht, so einen schönen Blick im Hintergrund zu haben und so weiter und so fort. Bin rumgefahren, bin ich noch durch eine Polizeikontrolle gekommen, stand da 15 Minuten an der Polizeikontrolle. Aber ich wollte unbedingt, obwohl ich in dieser Situation, in der ich mich jetzt befinde, wollte ich trotzdem ein Video für euch drehen. Ihr wisst ja, Ausreden hin oder her, ich bin nicht so, dass ich sage, oh, mein Finger hat jetzt wehgetan oder das und das ist jetzt passiert. Nein, ich kann ein Video machen. Ich kann jetzt auch ein Video machen, egal in welcher Situation ich bin. Und wenn ihr wüsstet, in welcher Situation ich bin, würdet ihr sagen, ey Cecil, entspann dich mal, warum machst du jetzt ein Video? Aber ich will einfach ein Video machen für euch. Nur für euch, als Mehrwert für euch. So, und heute besprechen wir mal ein krasses Thema. Ich habe schon sehr viele Anfragen bekommen. Cecil, mach mal ein Video über den Säure-Basen-Haushalt. Und das Thema ist so krass kontrovers. Also die Schulmedizin, die Ärzte sagen praktisch, es gibt keine Übersäuerung. Die Naturheilmediziner oder wie auch immer sagen, hey, natürlich gibt es eine Übersäuerung und so. Und das Thema ist so krass komplex, aber ich habe unter meinem letzten Video wieder einen Kommentar gehabt, ja, von wegen, naja, man kann ja gar nicht übersäuern. Deswegen habe ich gedacht, okay, scheiß drauf. Ich mache jetzt einfach ein kurzes Video und ich bin ja nicht in meiner Umgebung und so und ich kann jetzt keine Studien einblenden oder dies oder das. Ich mache einfach ein Video, was jeder von euch, also dieses ganze Wirrwarr, kann man übersäuern, kann man nicht übersäuern, ist das alles Quatsch und so, da mache ich ein Video heute für euch. Und ich mache ein Video für euch, was jeder versteht. Also für mich ist die Kunst, komplexe Zusammenhalte so easy zu erklären, dass sogar ein 10-Jähriger das versteht. Also wenn ich das einem 10-Jährigen erkläre und er sagt, hey, klar, verstehe ich, ist logisch, dann habe ich alles richtig gemacht. Und das machen wir heute. Wir machen heute ein Video, was so easy zu verstehen sein wird. Und ihr könnt dann ins Internet gehen, recherchieren und ich werde noch bestimmt mindestens 5, 6, 7, 8 Videos über den Säure-Basen-Haushalt machen. Aber das ist jetzt erstmal so ein Basic-Video. So, dann fangen wir mal an. Die Ärzteschaft, die Schulmedizin sagt, es gibt keine Übersäuerung. Es gibt keine Übersäuerung und erstmal muss man sagen, wenn man schon zu den Leuten gehört, die kritisch hinterfragen, also es gibt ja, so eine Bewegung, so hey, wir müssen heutzutage alles kritisch hinterfragen. Ja, alles klar, dann muss man das aber auch kritisch hinterfragen, weil Ärzte zum Beispiel sagen auch, Krebs, fortgeschrittener Krebs ist nicht heilbar. Nicht heilbar. Das heißt, wenn ein Mensch diesen Krebs schon geheilt hat, dann ist die Aussage falsch, weil es wurde ja geheilt. Wie auch immer, es gibt auch Spontanheilung, aber es ist heilbar. Und wenn Ärzte sagen, nein, ist nicht heilbar, dann ist es falsch. Wenn ich sage, hey, kein Mensch kann ohne Hilfsmittel zum Mond fliegen, dann ist das richtig, bis das einer macht. Und wenn es einer macht, dann war meine Aussage falsch, weil es hat ja einer gemacht, versteht ihr? Also man kann doch nicht sagen, wenn es schon mal da war, kann man doch nicht sagen, es ist nicht da. Oder andere Sache, Vitamin C. Es hat 200 Jahre in der Medizin gebraucht, bis die verstanden haben, dass das, was die Indianer früher den Leuten, den Seefahrern einfach an Vitamin C gegeben haben, wo die alle geheilt wurden, hat 200 Jahre gedauert, bis die Schulmedizin es akzeptiert hat, okay, kann doch was mit Vitamin C zu tun haben. Dann haben sie es isoliert und teuer verkauft und jeder hat auf einmal einen Vitamin C-Mangel. Versteht ihr? Also wenn ihr hinterfragt, dann hinterfragt doch mal richtig. Oder Ärzte sagen, ein Knorpel kann sich nicht wieder aufbauen. Es gibt Untersuchungen dazu, dass sich ein Knorpel wieder aufgebaut hat. Das heißt, die These ist falsch. Alles, worauf es basiert, ist falsch. Aber du kannst nicht 10 Jahre studieren und dann sagen, oh shit, war alles falsch, was ich studiert habe. Ach, sorry, hab mich ge... Das machen die nicht. Deswegen wird das erstmal angezweifelt und dagegen gekämpft. Okay? Und wir besprechen heute das so easy, dass ihr sehen werdet, okay, mal, Moment mal, ich denke mal ein bisschen anders drüber nach. Es gibt keine Übersäuerung. Was ist der Grundsatz, der dahinter steht? Und es gibt einige gute Videos auch von anderen YouTubern, wo ich so denke, hey, das sind eigentlich YouTuber, die haben, also einer fällt mir jetzt gerade ein, der hat ein ganz geiles Video über den Säure-Basen-Haushalt gemacht und hat gesagt, hey, man kann nicht übersäuern, ich will das auch nicht hören, Quatsch, schickt ihm dieses Video, wenn irgendjemand was mit Übersäuerung kommt. Und so, und er hatte auch mit vielen Sachen recht.
mit vielen Sachen recht, aber es war wieder nur von hier bis da gedacht, weil das weiter dahinter denken, das ist halt oft schwierig. Also was hat er gesagt? Und das ist auch richtig. Es gibt ja eine Propaganda von wegen, hey, Fleisch übersäuert und weil Fleisch übersäuert und eine Übersäuerung Krebs macht, macht Fleisch Krebs. Also A ist gleich B und B ist gleich C und deswegen ist A C. Und ihr wisst, meine Freunde, ich habe irgendwas immer so mit dieser Logik. Und das ist logisch falsch. A führt zu B und B zu C, dann führt nicht A zu C. Das ist ein Logikfehler. Kein C, kein A. Andersrum. Also es ist von der Logik schon nicht richtig. Aber wir sehen ja auch, wenn wir sehen, okay, Fleisch über Säure, also gibt Säure, also es entsteht Säure, wenn man Fleisch isst. Okay, wenn eine Übersäuerung aber Krebs macht, warum haben dann Naturvölker, die von morgens bis abends Fleisch essen, kein Krebs? Da muss man doch mal einfach drüber nachdenken. Oder Eskimos oder Naturvölker, warum die fressen Fleisch von A bis Z und die haben keinen Krebs? Also wenn Fleisch durch die Übersäuerung Krebs machen würde, dann hätten die ja Krebs. Und dann hätten wir in den letzten 50 Jahren, wir essen in 50 Jahren immer weniger Fleisch und haben immer mehr Krebs. Das passt ja auch nicht zusammen. Das ist ja nicht eine Korrelation, das ist schon fast eine Kausalität, aber wir essen ja viele verschiedene Sachen. Es ist ja nicht nur ein Faktor, ob Fleisch ja oder nein. Aber es passt auf jeden Fall schon mal nicht. Deswegen kann man sich ja schon drüber nachdenken, okay, irgendwas ist da mehr. Und das sagt er auch in dem Video richtig. Er sagt, okay, du kannst gar nicht übers Essen übersäuern, weil wir haben Puffersysteme. Alleine schon die Atmung, dann Nieren, auch über den Stuhl. Es gibt so viele Puffersysteme, dass diese kleinen Mengen, die ihr zum Beispiel, sagen wir erst morgens, mittags jeweils 300 Gramm Steak. Also unabhängig davon, dass diese ganzen anderen Sachen auch alle übersäuern. Also jetzt, wenn ihr anstatt Steak irgendwie euch Süßigkeiten rein, da entstehen ja auch Säuren oder bei so Weißmehlprodukten oder so. Das heißt, es entsteht, sagen wir mal, bei Fleisch ein bisschen mehr. Aber sagen wir, selbst wenn ihr morgens, mittags, abends, ihr könnt gar nicht so viel Fleisch essen, dass das Puffersystem nicht wegpuffern könnte. Das geht praktisch gar nicht. So, und das ist auch richtig. Weil wenn ihr zum Beispiel einen Sprint macht, 800 Meter sprintet ihr, und dann entsteht ungefähr so viel Säure wie in einem Steak ist. Und ihr sprintet ja nicht nur einmal im Training, sondern ihr sprintet ja öfter. Das heißt, so rein übers Essen einfach zu übersäuern, ist nicht so leicht. Das stimmt alles. Das ist alles richtig. Warte, ich fahre mal ein kleines Stück zurück, weil da kommen irgendwelche Leute, die da den Ausblick genießen wollen. Und ich bin extra hierhin gefahren, damit ihr es seht, aber jetzt egal, scheiß drauf. So, jetzt geht ja ums Thema. Das heißt, wenn ich Sport mache, entsteht viel mehr Säure, als wenn ich einfach ein Steak esse. Also darüber übersäuert ihr nicht. Aber es gibt ja trotzdem mit unserer Nahrungsweise und was wir heute alles machen, ganz viel Gründe, wie man übersäuert. Zum Beispiel mit Cola-Getränken, mit Stress, mit diesen Umwelteinflüssen. Es gibt ja tausend Sachen. Ich erkläre euch das über Entsäuerungssystem jetzt ganz easy. Ganz easy, bildlich dargestellt. Stellt euch vor, ich bin in Hamburg. Ich bin jetzt nicht in Hamburg, aber stellt euch vor, ich bin in Hamburg. Und ich will an meiner Mikrowelle, in meiner Küche, in meiner abgeschlossenen Küche, will ich in meiner Mikrowelle jetzt irgendwas mir, ein Tiefkühlgericht da fertig machen. Und dann merke ich, oh, ich habe ja gar kein Behältnis. Also ich habe ja gar keinen Topf für Mikrowellen geeignet. Deswegen gehe ich jetzt mal zu Amazon, bestell das aus Berlin und das kommt dann. Okay, alles klar. Bestellt. In Berlin wird das im Lager fertig gemacht, eingepackt. Dann sagen sie, okay, das muss zu Cecil nach Hamburg. Alles klar, dann kommt es in LKW. LKW fährt über die Autobahn die langen Wege. Dann irgendwann kommt der LKW aber in Hamburg an und dann sieht er, okay, hier ist eine Stadt, hier muss ich mal ausfahren aus der Autobahn. Jetzt muss ich mal rechts, links, die ganzen kleineren Straßen. Die Straßen werden immer kleiner. Und irgendwann sagt er dann, okay, alles klar, jetzt glaube ich, da hinten ist das Haus. Okay, hier muss ich mal parken. Und dann nehme ich jetzt das Paket und gehe über einen kleinen Wiesenweg. Und dann gehe ich da vorne hin und dann klingel ich da bei Cecil. Und dann muss ich natürlich noch das Treppenhaus hochgehen mit meinem Paket. Cecil macht die Tür auf netterweise und sagt dann, alles klar, hallo, hier, bitteschön. Dann bringt Cecil, also ich, das Paket in die Küche, packe es aus und dann komme ich in der Küche an. Also dann mache ich erstmal die Küche auf und dann habe ich das Behältnis und kann es in die Mikrowelle tun. Easy! Easy zu verstehen, oder? Ist nicht leicht. So einfach ist das. Und jetzt denkt ihr so... Okay, jetzt ist ein Punkt erreicht. Jetzt ist er völlig verrückt geworden.
Aber so einfach, einfach in Anführungsstrichen, funktioniert das ganze System. Wir haben Stoffe, die durch den Körper transportiert werden. Durch die Arterien und das sind die langen Wege, die Autobahnen. Und wenn diese Autobahnen, diese großen Arterien klein werden, werden das Arteriolen, dass das auch überall im Gewebe ankommt. Ne? So, und diese Arteriolen werden ganz klein. Aber das Problem ist, es gibt einen Pischinger Raum. Der Pischinger Raum, den muss man erstmal wegdiskutieren. Der Pischinger Raum ist von Alfred Pischinger, glaube ich, von 1899 bis 1983 gelebt. Professor Dr. Med. Pischinger, müsst ihr mal googeln. Der Pischinger Raum, das ist das weiche praktisch Bindegewebe. Müsst ihr euch so vorstellen, wenn diese Arteriolen also ganz klein sind und sagen wir mal, diese kleine Mikrowelle will jetzt von der Arteriole in die Zelle. Da ist ein Weg dahinter. Also die Zelle geht nicht bis in die Küche vor die Mikrowelle. Das passiert nicht. Das ist nicht so. Das diffundiert. Das heißt, sagen wir mal, wir haben jetzt wieder diesen LKW-Fahrer und er geht da mit seinem Paket und er geht ja über die Straße. Was ist alles auf der Straße los? Da sind andere Autos, da ist dann ein Abflusssystem, so ein Wasserabflusssystem, dann ja, ist da die Haustür, da muss er klingeln. Da sind ja verschiedene Systeme. Er kommt nicht von seinem LKW, was er parken musste, kommt er nicht direkt in die Küche zu meiner Mikrowelle. Das schafft er nicht. Und dieser Weg dazwischen ist das weiche Bindegewebe. Und wenn man von Übersäuerung spricht, dann spricht man davon, dass da sich Schlacken an, also praktisch Übersäuerungsstücke. Das ist so, ihr könnt im Blut nicht übersäuern, weil das Blut hat einen ganz konstanten pH-Wert. Das ist richtig. Stellt euch das so vor, es regnet Matsch von oben. Die ganze Zeit. Es regnet nicht, es regnet Matsch. Wo wird sich der Matsch ablagern? Auf der Autobahn? Nein, nicht auf der Autobahn, weil da fahren die ganze Zeit Autos lang. Da wird der Matsch zur Seite weggefegt. Da kommt der Matsch nicht hin. Deswegen natürlich ist es im Blut immer ein stabiles Milieu. Ja, im Blut. Aber es geht um die Arteriolen und es geht um den Pischinger Raum, wo praktisch die Zelle die ganzen Stoffe nicht von den Arteriolen direkt zur Mikrowelle reinstellen kann. Sondern das ist das weiche Bindegewebe. Und das weiche Bindegewebe, da ist verdammt viel los. Da sind Nervenzellen, da werden, wenn Hormone durch diese Arteriolen abgegeben werden, werden die da transportiert. Nervenzellen, Neurotransmitter, durch die Nervenzellen werden sie dann an den Zellen angedockt, Neurotransmitter. Dann gibt es, was gibt es da noch? Ein Abfluss, stellt euch vor, eine Fahrradkolonne. Hui! Stellt euch vor, es regnet, der DHL-Fahrer hat da mein Paket. Und es regnet aber auf der Straße. Ja, da gibt es natürlich ein Abflusssystem. Ihr kennt das ja, man hat ja ein Abflusssystem. So, das ist das Lymphsystem. So, und dann, wenn er hochkommt zu mir und sagt, hey, alles klar, hier hast du ein Paket. Und ich sage ihm, ja, alles klar, du kannst mir einen Gefallen tun. Ich habe hier so viel Müll, kannst du vielleicht mal den Müll mit unten wegschmeißen und so. Dann muss er den Müll mit rausnehmen und das muss ja wieder abtransportiert werden. Also die ganzen Stoffe, die in der Zelle in meiner Küche oder in meiner Wohnung entstehen, es entsteht ja Müll. Die müssen abtransportiert werden. Und die Venen, die das abtransportieren, die sind nicht direkt an der Zelle. Das geht alles durch das weiche Bindegewebe. So, und wenn wir jetzt halt viel Junkfood essen, viel schlechte Sachen machen, die einfach den Körper übersäuern, dann legt sich das alles da ab. In dem Zwischenraum, in dem weichen Bindegewebe. Das ist der Punkt. Und dann stellt euch einfach mal vor, es regnet die ganze Zeit Matsch. Ja, die Autobahn ist frei. Herzlichen Glückwunsch. Die Autobahn ist frei, weil da fahren Autos lang. Natürlich ist frei. Aber das weiche Bindegewebe ist voll Matsch. Und wenn ihr jetzt als UPS-Fahrer oder was habe ich vorhin, DHL-Fahrer, egal welcher Fahrer, mit meinem Paket kommt und ihr habt einen Matsch, alles voll mit Matsch, einen Meter hoch, dann müsst ihr da erstmal durch. Das ist schwer. Es ist schwer, Sachen anzubringen zur Zelle. Es ist schwer, Sachen abzutransportieren. Es ist alles schwer. Das ist das Problem. Wenn der DHL-Bote dann klingelt bei mir und er sagt, ho, 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 wo ist denn Cecil? Und Cecil macht nicht auf. Ja, dann ist es eine Insulinresistenz. Die Zelle wird gar nicht aufgemacht. Das gibt's auch. Okay, und das verstehen halt 20-Jährige, die gerade mal seit 2 Jahren Krafttraining machen und irgendwas von Science-Based reden, das verstehen die nicht, weil das ist ein bisschen mehr als nur Medizin und auf eine Sache gucken. So, und jeder, der dieses Video, man kann diesen Pischinger Raum, kann man nicht wegdiskutieren.
Es ist einfach so. Es ist so, dass die Arterien, dass die Arteriolen nicht direkt in der Zelle münden, sondern dass es diffundiert. Und wenn man über Übersäuerung spricht, dann spricht man über den Matsch, der auf dem Weg ist zwischen da und da. Und das behindert halt im Hinbringen von Sachen und auch im Abtransport. Und im Abtransport, in meiner Küche entstehen ja auch tolle viele Sachen. Also vielleicht baue ich auch Proteine oder ich baue ein schönes Essen und will das dann irgendwie ja, jemand anderem liefern. Ja, wie soll ich das wegkriegen, wenn ich nicht mal die Tür aufkriege, weil alles vermatscht ist? Das ist die Übersäuerung. Der Pischinger Raum. Und da sind ganz viele Strukturen und das ist erforscht. Und wie mit Vitamin C 200 Jahre, wie mit Knochen baut sich nicht wieder auf. Nach jedem Knochenbruch baut sich ein Knochen wieder auf. Knorpel baut sich wieder auf. Ist es halt immer schwierig mit diesem Diskutieren. Deswegen, ich will keine Wertung. Denkt darüber, was ihr wollt. Ihr könnt, wenn ihr skeptisch seid und denkt, Moment mal, irgendwie kann was dran sein, was er da erzählt, könnt ihr einfach mal googeln. Ich kann dann in weiteren Videos natürlich gerne nochmal die Studienlage dazu, wenn ihr das unbedingt wollt, mal ein paar Studien, wie das aussieht und so weiter und so fort. Aber das war erstmal so, um das Große und Ganze easy zu verstehen. Und das versteht jeder. Und in dem weichen Bindegewebe, da sind natürlich auch noch so andere Sachen. Die weißen Blutkörperchen zum Beispiel, ist wie die Polizei. Also ihr müsst euch wirklich wie eine Stadt vorstellen. Polizei. Und die Polizei kann von da auch überall hingehen, also die gucken da, ob alles richtig ist. Wenn ich jetzt ein Paket liefere mit, keine Ahnung, Sprengstoff oder mit Drogen drin oder so, dann sind da die weißen Blutkörperchen und sagen, hey, Moment mal, was hast du dann eigentlich? Alles klar, zeig mal, kontrollieren das. Und so dieses weiche Bindegewebe kann man nicht wegdiskutieren. Das ist Fakt. Und trotzdem sagen die, man kann nicht übersäuern. Das Blut kann nicht übersäuern, aber man kann übersäuern. Und weil man übersäuern kann, ja, was macht man dann? Dann guckt man mein Video. Also ich mache noch Videos über Darmsanierung. Ich mache noch ein paar Videos darüber. Aber erstmal, um ein Fundament zu haben, guckt mein Video mit meinen 7 wichtigen Nahrungsergänzungen, die ich nehme und warum ich sie nehme. Ich erkläre das da so kurz angerissen. Guckt das Video und überlegt, hey, entweder es ist was für euch oder nicht. Keiner muss irgendwas machen, aber entweder es ist was für euch oder halt nicht. Ja, ich glaube, so einfach ist das dann doch nicht, ne? Hat sich irgendwie doch logisch angehört, was du sagst. Oh, aber Cecil, man sieht doch, du hast so eine schöne Aussicht hier hinten. Guck mal. Oh, das ist aber schön, dass du uns hier schön hingefahren hast. Ja, und selbst die Polizeikontrolle hat mich nicht abgehalten. Yeah. So, meine Freunde, also in dem Sinne... Nur mal ein kurzer Check, ob die Muskeln noch da sind. Ja, sind noch da. Und bis bald, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.